Das neben mir ist Max. Und das neben mir ist Tim. Und heute spielen wir FTL, die Abkürzung für Faster Than Light. Ui. Übersetzt schneller als das Licht. Ja, fangen wir schon mal gleich mit einem neuen Spiel an. Was ist das für eine Art von Spiel? Also dies ist ein Roguelike. Stirbst du, musst du wieder ganz von vorne anfangen. Okay. Und daher spiele ich auch erstmal auf Easy. Advanced Edition Content, also erweiterte Version, lasse ich erstmal an. Ich mag die. Da ich die erste Version, also Layout, von dem Startschiff nicht mag, werde ich die B-Version spielen. Hat man die von vornherein? Die B-Version muss man freischalten, indem man 2 von 3 Achievements kriegt. Okay. Diese Achievements kriegt man halt übers Spiel. Natürlich gibt es auch noch eine C-Version, die gibt es aber auch nur, wenn Advanced Edition an ist. Okay. Ich mag die A-Version halt nicht, weil die hat einen Raketenwerfer mit nur 8 Schüssen. Sprich, die feuerst du 8 mal ab und dann hast du keine Munition mehr. Okay, und was musst du jetzt in diesem Spiel machen? Also, du wählst jetzt dein Schiff und was kommt dann? Nun, wenn man jetzt auf Start drückt, dann kommt erstmal ein Bildschirm. The data you carry is vital for the remaining Federation fleet. Also, diese Informationen, die du mit dir umherträgst, sind wichtig für die übrig gebliebene Föderationsflotte. Aha, das heißt, ich soll die zu der Flotte bringen oder was soll ich? Ja. Du brauchst halt Sachen für deine Reise und man soll sie halt sicher machen, dass man möglichst jeden Sektor möglichst weit erkundet hat, bevor dich halt die dich verfolgende Rebellenflotte aufgeholt hat. Ah, die bösen Rebellen wollen uns also davon abhalten, unsere Leute zu erreichen. Was hast du da unten gerade angeklickt? Ich habe gerade die Wartungssysteme hochgefahren, denn ich will doch schon lieber, dass die an sind, wenn ich zu einem Feind springe. Ja, okay. Oben habe ich jetzt einen Jump-Knopf. Okay. Hier kann ich jetzt das Ziel auswählen, wo ich hinspringen möchte. Die grünen Linien sind, wo ich gerade hinspringen kann. Die von dort aus gelben Linien dann sind die, wo ich von dort aus hinspringen kann. Hier ist Nebel, da funktionieren meine Scanner nicht, daher vermeide ich die lieber. Oh, ich hatte vergessen, dieses Schiff hat keinen Waffen-Voraktivierer, wenn man den so direkt übersetzen möchte. Ja, ich helfe dem zivilen Schiff. Ah, das ist jetzt eine Quest, ja? Ja. Also, ich drücke Leertaste, um zu pausieren. Oh, das geht. Ja, weil ich halt keinen Weapon Pre-Igniter, also Waffen vor Anheizer habe, bleiben meine Waffen nicht aufgeladen, sondern sind nach jedem Sprung wieder entladen. Okay, das heißt, musst du wieder anmachen, oder? Mhm. Ja. Wie hast du das jetzt gemacht, dass die an sind? Die bleiben zwar an, aber ihre Ladung geht halt verloren. Okay. So. Was sind das da rechts jetzt? Das ist jetzt das Feindschiff. Ich sehe hier den Raumaufbau. Hab hier unten meine Waffen. Mit der Taste 1 wähle ich eine Waffe aus und ziele. Okay, aber war da nicht davon die Rede, dass das ein Zivilschiff ist? Das Zivilschiff ist schon ganz anders. Ich habe ja halt ein Radar, halt dieses Ziel aufgeschaltet und dann bleibt es auch. So sehe ich erstmal die ersten beiden Waffen aufs Schild. Hier unten laden wie hast du das gemacht? Du hast unten die Waffe angeklickt, oder? Ich habe auf 1 gedrückt und dann ein Ziel ausgewählt. Okay. Hier sind halt mit Zahlen versehen. Achso, das S, was du da gerade siehst, das Schild, ja? Genau, das sind die Schilde vom Feind, das Cockpit vom Feind, Luftgeneration, Waffensystem und der Antrieb. Einige wollen fliehen, daher zerschließt sich immer Antrieb und Schilde zuerst. Ja, ich habe eben gerade einen Treffer genommen, wodurch mein Schild ausgegangen ist und ich habe hier halt einen Treffer genommen. Gegen Raketen hilft mein Schild nicht. Na. Ja, schießen wir mal ihre Waffen kaputt. So, wenn alle... sie haben meine Schilde zerschossen. Was machst du da jetzt? Ich schicke da Leute rein, damit sie die wieder reparieren. Ach so, du hast eine Crew. Ja, okay. Das hier ist meine Crew. Die hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich kann die anklicken mit Linksklick und kann die dann mit Rechtsklick durch die Gegend schicken. Jedes Volk hat auch andere Fähigkeiten. Zum Beispiel das hier ist ein Mantis. Mantis sind Nahkämpfer, sprich kannst du ein Feindschiff raufbeamen oder wenn sich der Feind zu dir beamt, setzt du die zur Verteidigung ein. Weil die machen doppelten Schaden, reparieren aber mit halber Geschwindigkeit. Dieses grüne Viech hier, das ist ein Zoltan. Diese Zoltan sind Energiewesen. Der Raum, in dem sie sind, wird mit Energie versorgt, automatisch. Und Menschen lernen doppelt so schnell. Ansonsten können sie nichts. Essen halt Menschen. Okay. Was machen die da jetzt? Löschen die das da gerade? Ja, die löschen gerade das Feuer. Kann man da näher ranzoomen? Nein, kann ich nicht.
letzte System. Also das System reparieren, aber ihre Hülle repariert sich dann nicht. Das Piratenschiff zerbricht. Du sammelst schnell alles ein, was du finden kannst. So, kontaktiere das Zivilschiff. Sie freuen sich und geben mir dafür eine Belohnung, dass ich ihnen geholfen habe. So, repariere das auch. Mein Commander, also den Piloten lasse ich da erstmal, bis das repariert ist. So, ich kann mein Schiff jetzt weiter ausbauen, da ich jetzt ja Geld habe, 77. Okay. Ich baue gleich mal Upgrades für mein Schild ein und verbessere meinen Generator. Ein Schild muss immer in Zweierpaketen geupgradet werden. Ich schicke mal die Verbündeten da mal eben in die Medibay, damit die geheilt werden. Okay, der war gar nicht verbunden. Also, den muss man halt immer in Zweierpaketen ausbauen. Mhm. Weil halt immer zwei Level nötig sind, auch vom Strom her. Okay. So, springen wir wieder. Wonach wählst du jetzt aus, wohin du als nächstes springst? Eigentlich springe ich immer nur Richtung Ausgang des Sektors. Und der ist rechts? Ja, meistens. Okay. Hatte es aber auch schon mal, dass ich in den Sektor reingesprungen bin und direkt daneben den Ausgang war. Mhm. So, ich komme an einem Beacon an, also an der die ganz nah in einer Sonne platziert worden ist. Ein automatisiertes Rebellenschiff, das gegen Hitze immun ist, greift mich an. Also du hast jetzt erst wieder das Spaceport, glaube ich? Ja, ich muss pausieren, aber es bringt mir ja gar nichts, weil meine Waffen sind gar nicht bereit. So, meine Waffen sind bereit. Ja, kein Luftalto-System, weil das ein automatisierter Scout ist. Hat auch keine Schilde, was sehr schön für mich ist. Jetzt kann er auch nicht mehr fliehen, das bedeutet, meine nächsten zwei Schüsse werden ihn auseinanderreißen. Wo sehe ich denn, wie lange es dauert, bis dein Schiff wieder schießt? Hier unten sind kleine Balken, wie weit die aufgeladen sind. Okay. Hier ist mein Leben, hier ist, wie viel Geld ich habe, wie weit mein FTL aufgeladen ist, wie viel Fuel ich habe, also Sprit, Raketen und Drohnenteile. Drohnenteile sind dazu da, wenn ich ein Drohnensystem habe, damit ich Drohnen bauen kann, die auf den Feind zufliegen. Oder mich beschützen. So, jetzt muss ich warten, bis mein FTL-Antrieb aufgeladen ist. Deshalb nehme ich ein bisschen Energie von meinen Waffen runter, um die auf meinen Antrieb zu setzen, damit der schneller auflädt. Das kann man also unten jederzeit umverteilen. Ja, da mein Schiff brennt, mache ich jetzt einfach erstmal die Luftversorgung wieder aus. Aber und öffne das. Hast du Türen geöffnet nach außen? Ja, damit das Feuer erstickt wird. Ich riskiere nicht das Leben meiner Leute. Ich mache da wieder Luft rein, aktiviere das Luftregenerationssystem. So, oh, okay, ich muss den Laser wieder anschalten. Oh, du findest einen Hilferuf nahe einer Forschungsstation. Es sieht so aus, als ob das kleine Labor nun in Feuer geraten ist und das droht, die Station zu zerstören. Ja, ich kann entweder versuchen zu docken und einen Überlebenden zu retten, einfach die verlassen, oder meine Crew in einem Shuttle runtersenden und versuchen, das Feuer auszumachen. Ja, ich kann jetzt natürlich gemeinsam mein Schiff nicht riskieren. Oder meine Crew. Ich brauche da mal eben Hilfe. Ich würde die Option 2 wählen, weil die 1 hattest du mir eben gerade gesagt, ist zu gefährlich, wenn die zu nah ans Feuer kommen. Oh, ja. Ich dock an und krieg Scrap, also Geld und ein Crewmeet. Juhu. Wo ist der jetzt, der neue Mann? Der hat sich hier an Bord von dem Cockpit gebiet. Und ich sage ihm, er soll auf die Sensoren. Wenn ich meine Sensoren bemalle, sind die etwas besser. Warum sind die Räume dann noch rot? Weil die Luft dort erst langsam sich wiederherstellt. Okay. Und ich kann wieder ein bisschen Strom wieder einbauen. Meine Energie aus dem Antrieb, um wieder zwei für besseres Schild zu haben. Jetzt habe ich zwei Schild. Oh, ein Shop, aber ich habe kein Geld, also nicht zuerst was. Ein Shop, das heißt, man kann hier auch irgendwas einkaufen. Ja. Du kriegst eine Nachricht von einer kleinen Operation. Sie suchen nach militärischen Gütern? Ja. Und wollen dafür meinen Reaktor verbessern. Ja, mein Reaktor ist uns um eins besser geworden. Okay. Ich kann wieder einspringen. Das bedeutet, ich kann all meine Systeme komplett mit Energie versorgen.
Ja, ich habe jetzt nur immer noch kein Geld. Also springe ich trotzdem mal zum Star, springe von dort aus zu einem anderen Ort. Haben wir eigentlich unendlich viel Zeit? Nein. Oh. Mind Control, also Hirnkontrolle. Aber ich repariere erstmal das Schiff. Ja, hier der Weapon Pre-Igniter. Wenn ich meine Waffen jetzt hier aufladen würde mit dem Weapon Pre-Igniter und dann springen würde, wären meine Waffen immer noch aufgeladen. Okay. Aber so schnell werde ich das Geld nicht zusammenkriegen. Ja, das hier ist das von der Rebellenflotte kontrollierte. Von der Rebellenflotte kontrollierte Bereich. Okay. Und hier ist das, was sie nach dem nächsten Sprung kontrollieren. Da sollte man sich also nicht aufhalten. Möglichst nicht. Nein, die Rebellenflotte ist nämlich total OP. Gibt es eigentlich sehr viele Quests? Ich sehe jetzt immer, wenn man reinkommt. Jeder Sprung ist eine Quest im Grunde genommen. Okay. Ja, ich helfe dem Föderationsschiff. Oh, sie haben eine Drohne. Aber es ist eine Strahlendrohne. Sie haben einen schweren Laser Mark 1. Wäre es ein Mark 2 Laser, wäre hier noch eine zweite grüne Lampe. Mhm. Und dass er schwer ist, erkennt man mit Größe. Das bedeutet, er macht einen Schaden. Wenn meine Schilde aus wären, würde er zwei auf meine Hülle machen. Und diese Strahlendrohne kann nur Schaden auf meine Räume machen. Sprich, im Grunde genommen bin ich komplett sicher vor dem. Brennt schon. Ja, nehme ich jetzt den Typen hier aus den Sensoren raus, könnte ich nur noch die Räume sehen. Das liegt halt daran, weil der Typ in den Sensoren ist halt verbessert. Also drückst du immer auf Pause, wenn die Waffen aufgeladen sind, ja? Ja, um halt hier zu können. So. Die werden mir jetzt auch erstmal nicht mehr flüchten. Und werden wieder ein zerlegt. Wird noch schwerer. Oh, danke, dass du uns gerettet hast. Das Schiff war dabei, zivile Föderisten zu transportieren und war auch dabei, genauso wie wir, vor den Rebellen zu fliehen. Sie haben nur nicht das Equipment, um für sich selbst zu kämpfen. Und sie geben mir die Information für eine versteckte Föderationsbasis in der Nähe. Und hier kriege ich Zombie. Jetzt kann ich mein Schiff wieder ausbauen. Puh. Also jede dieser Sachen kann man updaten. Was sind das unten für Subsysteme links? Die Subsysteme, meine Sensoren, dann werden die noch besser. Mhm. Türen und halt eine höhere Ausweichrate, wenn ja. Ich sehe. Das ist wichtig gegen Raketen. Subsysteme brauchen auch keinen Strom. Die laufen immer. Mhm. Da war ich zwar schon, aber sonst komme ich nicht zum Ausgang. Wie lange dauert normalerweise so eine Spielrunde? Kann anderthalb Stunden dauern. Da ich keinen Schaden habe, kann ich hier nichts. Das war nicht ganz richtig. Okay, soll ich in einen unbekannten Nebel gehen, da funktioniert mein Scanner nicht. Oder in einen von NG kontrollierten Sektoren. Ich kenne die beide nicht. Also die NG sind ein mir freundliches Volk, das erkenne ich daran, dass es grün ist. Und der Nebel, keiner weiß, was mit diesem Nebel los ist. Ah, okay. Jetzt gehe ich mal lieber in den Sektor, wo hauptsächlich Leute sind, die mir freundlich gesonnen sind. Und die Rebellen sind jetzt auch schon wieder hinter uns, oder? Ja, die sind immer noch hinter uns. Und hier ist ein Hilferuf. Bitte, es ist ein Fall. Also das Ganze ist immer zufallsgeneriert, ja? Ja, das ist vollständig zufallsgeneriert. Du kommst an eine Smoldering. Was ist Smoldering? Das könnte sowas... Oh, das Wort muss ich tatsächlich mal nachschlagen. Lies du weiter vor, ich schau das mal nach. Also du kommst an eine irgendwas tunende NG-Forschungsstation vorbei, die einen Hilferuf aussendet. Der angegriffen worden ist von Piraten. Oder Mantis meistens. Das heißt sowas wie Schwelbrand oder brennend. Ah, okay. Dort sind vielleicht Überlebende oder irgendwas von Bedeutung. Ja. Ja. Ich gehe auf die Station. Dieser Platz ist tot. Da ist nichts mehr. Nichts bekommen? Nix. Ja, springen wir hier in den Star. Vielleicht kriege ich noch etwas Geld, damit ich einkaufen gehen. Und es passiert nichts.
Sprich, es macht keinen Sinn, zum Shop zu gehen, weil ich eh nichts leisten kann. Mhm. Was ein kleiner Asteroid. Was macht für dich den Reiz von diesem Spiel aus? Dass es im Grunde genommen immer wieder anders ist. Mhm. Okay. Okay, sie brauchen Hilfe, weil sie stecken zu kleinen Asteroiden fest. Mhm. Und entweder riskiere ich nicht mein Schiff oder ich binde sie in mein Schild ein. Ich binde sie mal in mein Schild ein. Ich kriege zwar Ressourcen, aber ich nehme einen Schaden, weil das Schild hat nicht gehalten. Und ich habe Flammen in meinem Waffenraum. Ah ja, und sie sind da schon fleißig am Löschen. Ja, und am Reparieren. Und ich habe jetzt auch Geld. Sprich, wenn der Shop noch in Reichweite ist, springe ich vielleicht zu dem. Ne, die Förderer. Ich glaube, die Rebellen werden da sein, bevor ich wieder da bin. Hm. Und es wäre ziemlich doof, sich mit den Rebellen anzulegen. Ins Asteroidenfeld und da ist nichts. Aber hier ist ein neuer Store. Na, was verkauft der? Ah, hier ist ein schwerer Laser Mark 2. Ich könnte mir. Achso, dafür habe ich jetzt das Geld. Ich könnte jetzt hier meine Medizin-Bay durch eine Klon-Bay ersetzen. Dann werden meine Leute, wenn sie sterben, einfach geklont, anstatt. Aber ich kann sie dann halt nicht mehr heilen. Auf gewöhnlichem Weg. Mhm. Dadurch lädt sich mein Schild schneller auf. Ionenwaffen können mir dann zu 50% Chance nichts mehr. Okay. Das bedeutet, mein Schiff wird nicht mehr lahmgelegt. Und die Batterie ist auch. Die Backup-Batterie lädt sich doppelt so schnell auf. Die Backup-Batterie ist im Grunde genommen einfach nur, du kriegst für eine kurze Zeit mehr Strom. Mhm. Ich kaufe mir aber erstmal einen neuen Sprit, weil ich heute eben gerade nur 5 Sprünge mache. Und ansonsten ist hier nichts von Bedeutung, meiner Meinung nach. Weil ich habe schon 4 Waffen, mit denen ich sehr zufrieden bin. Mehr brauche ich meiner Meinung nach. Aber zum Ende des Spiels werde ich viel bessere Waffen benötigen. Oh. Nee, ich brauche erstmal keinen Sprit. Und ein Gift. Und überall gehen Warnungssignale an. Und es war eine Falle. Also das hier ist ein Soldatenschiff. Die haben ein extra Schild, das sogar Raketen abwehren kann. Die haben einen Standardlaser, also genauso wie ich. Und sie haben eine Flakkanone. Die schießen ganz viele Jahre, glaube ich jetzt. Projektile, die aber häufig fehlen. Aber dafür schießen sie halt 6 Projektile. Und auf was zielst du jetzt zuerst? Ist eigentlich egal, das Soldatenschild wird alles ab. Bis es down ist. Mhm. Das Soldatenschild kann aber nicht wie ein normales Schild regenerieren. Kannst du irgendwas machen, dass deine Schilde jetzt schneller aufladen oder die Waffen schneller aufladen? Nö. Kann ich nicht. Und sie haben mein Waffensystem nahezu vollständig zerstört. Sprich, nahezu nichts feuert. 2 Waffen ist jetzt. Ja. So, jetzt kann ich die anderen wieder einschalten, weil ich die 2 nicht programmiert habe. Muss meine Schilde aufladen. Ja, ich habe meine Schilde so weit aus. Aber mein Antrieb wurde lahmgelegt. Vielleicht kriege ich jetzt deren Waffen endlich aus. Ja, ich habe ihre Flakkanone ausgeschaltet. Und Feuer gelegt. Die Soldaten haben nicht sehr viel Leben. Und es versucht zu flüchten, das Schiff. Und ihr Waffensystem ist vollständig zerstört durchs Feuer. Zerstöre ich ihren Antrieb, damit sie nicht flüchten. Und sie sind zerstört. Hui. Nun gut. Dann repariert das mal. Grafik ist wie bei vielen dieser Titeln sehr minimal. Ja, brauche aber auch nicht mehr. So, Soldat hat sich geheilt. Jetzt wieder zum Antrieb. Ah, Schild kann ich nur um eine Stufe verbessern. Ja, da springen wir nochmal dorthin. Also auch ein System, wo wir schon warnen können, was sein, ja? Er möchte, dass wir ihn begleiten, weil sein FTL-System, also sein Navigationssystem, ist kaputt und ich werde dafür einen Sprit kriegen. Mhm. Ja.
Wo muss ich denn hin? Ja, toll, ich kriege einen Sprit, wenn ich zwei Sprünge mache. Das ist natürlich toll. Vielleicht kriege ich noch irgendwas extra. Oh, ein NG-Schiff ist dort und findet es nicht toll, dass wir da sind. Nein, es fürchtet sich eher vor uns, um es mal so zu sagen. Ich sage ihnen, dass wir freundlich sind. Und sie gehen einfach ohne auf Wiedersehen zu sagen. Dinge. Okay, na, wo führen die mich hin? Oh, mein Reaktor wird noch um eins verbessert. Springen wir wieder zurück. Kann das sein, dass die Rebellen jetzt schon ziemlich nah sind? Ich glaube, wenn ich gleich beim Ausgang ankomme, sind die da. Nein! Knapp außerhalb der Reichweite. Und ich habe nur noch einen Sprit, das bedeutet, ich kann nur noch... Oh. Ein Rebellen-Checkpoint ist dort, also ein Rebellen. Ja. Also, entweder soll ich dem Geld zahlen, damit das Föderationsschiff freilassen, das da gefangen ist. Mhm. Entweder gegen kämpfen oder alle nicht wichtigen Systeme herunterfahren, um zu unsichtbar zu bleiben. Ah, Angriff. Vielleicht ist einigen aufgefallen, mein Schiff sieht aus wie ein Rebellenschiff. Das sieht halt so aus, das ist wohl ein gestohlenes Schiff. Mhm. So, du fixst also gestohlene Schiffe. Ja, ich kann doch auch nichts finden, Textur. So, alles. Feuer auf die Waffensysteme. So, Waffensysteme von denen sind down. Die Schilde wieder an, ne? Ja, die Schilde sind zwar noch an, aber. Und über den Schild. Dritten Schuss auf die Schilde. Down sind. Waffen sind wieder an. So. Dann können wir nicht flüchten. Nein, wir akzeptieren kein Aufgeben. Wir mehr Geld. Was? Aber das gibt 6 Sprit? Ja, voll schön. Ich brauche aber Scrap. Das Schiff will Scrap haben. Was ist Scrap? Das Geld. Ah, okay. Ah, eine Reparaturbombe. Wenn ich die Reparaturbombe auf irgendwas schießen lasse, die portet sich in das Feindschiff oder in mein eigenes hinein, wird der Raum repariert. Aber ich glaube, das Ding werde ich verkaufen. Und Schild wird nochmal um 1 verbessert. So, jetzt haben wir ein 3-Ebenen-Schild, schon in Sektor 2. Und nächster Sektor. Ja, unbekannter Nebel oder unbekannter Nebel? Schwer entscheiden. Unbekannter Nebel. Und an diesem Punkt beenden wir die Part auf. Und tschüss. Und tschüss.